Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny ULP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das Museum der Hexerei betreten und haben gegen das Viech gekämpft. Was, ja, ein sehr dämlicher Ich Kampf wage war. kaum zu glauben, dass ich mit meinem eigenen Relikt aus der Vorkriegszeit reise. Da das Viech mich mit einem Schlag erledigen konnte und ich die ganze Zeit nur hier raus und rein gegangen bin und irgendwie das ausgenutzt habe. Das Viech immer zurückgelaufen ist und ja, war mit Sicherheit einer der langweiligsten Kämpfe, den ihr je gesehen habt. Und ja, wir sind aber zum Glück fertig damit und gucken mal, was hier noch so ist. Was muss ich überhaupt hier machen? So ganz konkret. Erkunde das Museum einfach nur, okay. Ich bin noch nicht fertig. Aber als Schlimmeres als das kann sowieso nicht kommen. Glaube ich nicht. War schon das Ende, naja, ja, guck mal, was wir da jetzt bekommen. War schon nicht mächtig, Kampfscharfschützengewehr. Ist eine andere Waffe, Kampfscharfschützengewehr. Ja. Wow, okay. Ich glaube, ich habe ein neues Scharfschützengewehr gefunden. Halte ich im Hinterkopf. Das Teil. Ja, mir geht langsam die Munition für alles hier aus. Fällt mir so gerade voll krass auf. Oh, das Viech ist hier aufgewachsen oder was? Gibt mir das irgendwie was? Schrott, Knochen und Säure. Unversehrtes, was? Ich habe ein unversehrtes Dings genommen. Muss was zu essen? Nein, ich dachte, ich kann mir eine eigene Toastkralle irgendwie züchten. Ja, ich habe gesehen, das Ding kann ich aufnehmen. Wir haben die Mama gerade erledigt, oder? Was jetzt so ist, kann ich kann auch essen. Wie war das Ei aus oder bring es zurück ins Nest? Ich mach das Ei aus. Ja, wo? Soll er echt die Toastkralle zurückgeben? Hallo? Habt ihr sie eigentlich noch alle? Vielleicht kriege ich eine eigene Toastkralle dadurch. Aber doch geil. Also ein Baby-Toast gerade, bringt ja nicht viel. So als Haustier halt. Mal gucken.
Let's play, Doctor. Ah. Okay. Ja, ich stelle gerade die Logik irgendwie von der Alternative hier in Frage. Ah. Boah. Ich muss gar nicht mehr hier rein. Muss ich denn jetzt hin? Ich nehme das Ei zurück ins Nest, oder? Liefere das Ei aus. Was hat denn mit liefere das Ei aus? So, weiß ich nicht. Ja, Zusammenfassung zeigen, ja. Die Gönner waren dabei, eine Kiste mit Toastkern-Eiern von ihren Nesten in Glimwoods nach Diamond City zu liefern. Ich muss eine Entscheidung treffen, die Lieferung durchführen oder das Ei ins Nest zurückbringen. Ja. Moment hier noch. Hexereitour. Machen Sie einen Spaziergang durch die Geschichte der Hexerei. Wenn Sie sich trauen, erleben Sie exakt nachgestellt 10 des spannendsten Momente der Hexerei. Touren einer halben Stunde. Schrecken ohne Aufpreise. Endlich. Sie können einen Kessel nicht von einem Zauberbuch unterscheiden. Lassen Sie sich von unserer Reliktesammlung verzaubern. Nachbildungen sind im Souvenirladen erhältlich. Und ich genug einen weiteren Besuch. Mit erhalten Rabatte auf Eintrittspreise und vieles. Geht nicht weiter. Okay. Ah. Ich soll das Ei also. Ich soll mit einem Ei zu einem Nest voller Toastkrallen gehen. Mit einem Ei. Ja, was kann ich bekommen, wenn ich das abliefer? Weiß ich nicht. Ja, dann würde ich Kronkorken bekommen, würde ich sagen, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, weil das klingt ja gefährlicher mit der Todeskralle. Mit gefährlicher verbinde ich immer direkt bessere Belohnung. Kein Schritt weiter. Für 500 Kronkorken lassen wir dich durch. Und wenn nicht? Dann bist du tot. Noch Fragen? Keine Chance. Das ist dein Tod. Erster und letzter. Was willst du denn? Peng, peng, 3, 4. Dings einsetzen. Okay. Und du bist jetzt grün geworden. Wenn da nicht ein Legendär oder so dabei ist, habe ich kein Problem mit euch. Ach ja. So gerade gesagt, warum sind da immer mehr? Oh nein, ich will. Lass du mich looten? Jetzt habe ich alles genommen, verdammt. Boah. Ich kann nur das Loot-Menü hier öffnen. Okay. Ach, ihr immer noch. Ja, das ist das zweite Mal, dass ich hier schon erledigt wurde. So, wie gesagt, klingt sehr viel schwieriger mit der Toastkralle. Deswegen machen wir auch. Wenn ich mich erinnere, wenn ich mich richtig erinnere, dann war in Fallout 3 auch ein Toastkrallennest. Irgendwo. Und in diesem gab es irgendwie einen einzigartigen Gatling-Laser, was einer der verdammt stärksten Waffen im gesamten Spiel war. Also hoffentlich lohnt sich das auch hier. Hoffentlich.
Ja, das ist so dämlich, was ich hier mache. Ich sollte vielleicht eine Dings nehmen, eine Bruderschaft. Mal eine Power Armor. Wenn ich merke, dass das hier nichts. Hi. So eine Angst gerade. Hi. Es geht. Ich sage, jeder verdient eine Chance. Selbst als wandelnder Fleischwolf. Okay. Todeskrallenhandschuh. Na, was habe ich da dadurch jetzt bekommen? Okay. Danke. Piper. Nimm mal kurz ein paar Sachen von mir, Piper. Wo zum Teufel bist du? Hilfe! Kann mich doch hier umschauen, oder? Tust mir doch nichts. Wenn ich es halt wegnehme, dann macht mich das Viech fertig, ne? Ja, wir sind cool, ne? Wir sind cool, oder? Alles cool, alles cool. Ja. Piper, Hey, komm. wohin? Hier drüben. Na klar. Fähig sehen, Mann. Hey. Was kann ich für dich tun? Immer mein Schrott. Nimm du mal die Eier. So, ich hoffe, den Todeskrallenhandschuh habe ich gerade wegen dieser Mission bekommen und nicht, dass der die ganze Zeit schon hier lag. Dass man den Gunner gestohlen, Todeskrallen zurück in sein Nest gebracht und dafür gesorgt hat, noch mehr Todeskrallen wahrscheinlich hier irgendwann durch die Gegend rennen werden. Ja, tschüss. Okay. Wir gehen mal. Was haben wir denn noch hier alles offen? Berge Kampfgewehr aus GNN. Suche in Monsignor Plaza nach Kronkorken. Okay. Da kann man mal machen. Das ist irgendwo in der Nähe gewesen. Okay. Kronkorken habe ich nichts dagegen. Kann man ruhig ein paar haben jetzt. Aber wieder eine gute Tat gemacht, haben wir einen Toastkrallenhandschuh bekommen. Ja, hoffentlich gut. Ja, zum Glück gibt es keinen Dingens-Skill mehr. Kein unbewaffnet Skill, den man leveln muss. Gibt es ja keine Sachen mehr, die man leveln muss. Hier kann alles potenziell stark sein. Hoffentlich kann ich ihn noch verbessern. Und hoffentlich ist die einzigartig. Die kommt mir nämlich nicht einzigartig vor. Weil die hat kein Sternchen und so und keinen Effekt. Man kann ja nicht schaden, so eine zu haben, ne? Ne? Was? Au! Einfach so. Pisser! Denen haben wir es gezeigt. Och Mann. Hey, da draußen ist was. Alter, ich komme reingespawnt, ne? Und der begrüßt mich direkt mit einem Molotow. Wie kann man nur so Arsch sein? Wer hat mich jetzt schon wieder getroffen? Warum wartet jemand? Warum geht die Munition von allen hier aus? Mal ernsthaft, ich merke doch jetzt schon, da ist ein Geschütz irgendwo. Wenn noch nicht, wie blöd da rein. Wie kann man nur so eine Dekoration haben?
Ja, okay. Die Waffe ist so geil, ne? Hallo? Hallo? Du bist ein nicht legendärer, okay. Wow, die Waffe ist so stark, ne? Aber ich habe keine Muni mehr gleich. Oh, mein Best Friend hat wieder Muni, gut. Keine Sorge, ich arbeite daran, meine Waffen zu verbessern. Jeden Tag. Okay. Ich da rein. Ja, ich brauche eine 5,56 Waffe, fällt mir auf. Ja, da bist du. Weil irgendwie ich voll viel Munition habe und ich habe noch keine MG. Das ist irgendwie nicht so gut. Na, gehen wir da rein. Und borgen uns ein paar Kronkorken. Nehme ich an. Ne? Okay. Okay. Also muss ich wieder alle töten und kann nicht den Roboter rechtzeitig aktivieren, ne? So, mach mal das hier. Shots, nein, was war? Shots, Wins, Tomes, leck mich. Prone, Stone. Ja, das ist 3. Stole. Nein. Oh. Times. Leck mich. Oh, Flair. Leck mich. Fink. Oh. Right, danke. Gut, ich lass meine Waffe mal draußen. Okay. Backfett. Da ist aber nichts zu essen, oder? Toaster? Ach ja, verdammt. Mach genau nicht mehr hinterher. Mach meinen, weiß ich nicht. Mach meinen Weg frei. Oh, Öl. Hey. Was habe ich denn noch hier alles, was du nehmen kannst? Ja, nimm mal Coca-Cola. Nimm das Fleisch. Ich hoffe, du tust das natürlich nicht alles verbrauchen, das wäre nämlich sehr dämlich. Ja. Da habe ich alles mal aus Versehen mitgenommen, genau. Ja, töte Roboter. Der Familie. Scheiße, was war das? Vom Kühlschrank, ehrlich? Die ganze Aufregung wegen nichts. Alter. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Warum? Hier ist noch nicht mal drinne. Oh. Haben Raider eigentlich gar kein Hirn? Hat hier ein Restaurant oder irgendwie sowas? Oh Mann. Hoffentlich sind's nicht wieder wilde Kugeln. Versteckt euch! Geben wir da schon wieder ab. Du geh mal vor. Mein Gott.
Ja, Gebiet hier erwiesen. Warum greifst du mich an? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ich habe nicht mal eine Waffe gezogen oder so. Boah. Ich habe nicht mal eine Waffe gezogen. Aua. Ja, auch noch nie gesehen. Warum greifst du mich an? Warum? Warte, ich habe noch ein paar Impulsgranaten. Die kriegst du jetzt in die Fresse. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nicht geschossen. Ich habe gar nichts gemacht. Boah, kannst du mal mit dem Aufwind hier. Randale. Jetzt wird randaliert. Oh, so eine Verarschung mit die Roboter hier. Ich tue gar keine mehr aktivieren. Alle greifen sie mich an. Ich noch nicht mal irgendwas mache. Oh. Ja, friss. Ja. Oh, mein rechter Arm. Meine einzige Schwäche. Ja, irgendwo, ja. Gebracht. Wo ist hier jemand? Legendärer? Nein. Oh, ich treffe dich gut. Ich dachte, hier war einer. Schon habe ich schon wieder drei, vier Sachen hier verpasst und so. Bademantel, danke. Und meinte mal du. Oder ihr seid einfach nur blöd. Baseballkleidung. Sieht aus wie diese eine Kleidung, dieser eine Typ hat. Danny in Heffernans Stimme hat. In Diamond City. Verkauft so Baseballklamotten. Oh, das habe ich gesehen. Und auch nicht, das sah aus wie eine Springfalle. Oh Leute, was ist los mit euch? Kann man da so einen kranken Fetisch, was Dekorationen angeht, haben? Oh, was? Also, ist eine Lampe. Ich dachte, das ist doch eine Falle. Oh, da ist ein Aufzug, da ist ein Jungles der Mondaffe und ein Typ, der mit denen gestorben ist. Schimmeliges Essen, geil. Was zum Teufel war das? Ich muss den Aufzug, hallo. Oh, einer ist ja noch. Wo ist er? Wo sind die versprochenen Kronkorken? Ich weiß, krieg dich mal wieder in den Griff. Deswegen ich überhaupt hier hingekommen bin. Dann noch weiter. Ganze Aufregung wegen nichts. Ja, hier ist niemand. Willst du dir nur ein? Entschuldigung. Das Jet wird dich nervös machen. Scheiße, was war das? Ja. Ja, so blöd, dass die einen immer von so weit hören, ne? Lass den Mafiosi mal wieder mitnehmen. Das ist 5,56 Munition, glaube ich. Wow! Was hast du denn da? Das gehört jetzt uns. So.
Oh. Okay, der war gut. Griswolds Terminal, Waffenwerkbank. Ich habe echt gedacht, da wäre jetzt jemand gewesen. Cool. Ich glaube, ich tue mein Scharfschützengewehr so auf 50 mm Patronen umwandeln. Weil ich glaube, das bringt es irgendwie ein bisschen mehr. Dadurch wird der Schaden noch ein bisschen erhöht. Und ich brauche ein Snipergewehr, das auch viel abzieht. Ja, da werde ich dann irgendwann machen. Oh. So, hoppla. Reflexvisier, 10 mm, okay. Ich kann sogar Mods irgendwo finden, geil. Ja, nachdem ich da drauf getreten bin, irgendwie haben sich die Granaten nicht aktiviert, finde ich gut. Okay. Was? Oh, hi! Wo immer ihr seid. Da. Alter, füll mal deinen Kopf ein bisschen weiter raus. Nicht nur für eine Sekunde oder so. Einfach mach ihn fertig. Das ist besser gelaufen als erwartet. So. Ich will in dem Part hier gerne alles erledigen. Damit ich kurz rausgehen kann und meine Sachen einladen kann. Es hat einmal gekommen, bis alle Geschütze richtig funktioniert haben, wenn ich aus Zoom nicht nerven, weil das. Griswolds Gedichtesammlung, was? Bitte sag mir, das ist ein Sprachdingen. Na, schade. Lesen verboten! Ja, du bist gemeint. Über das Leben. Wie geht da nichts? Über den Tod. Sterben, Tod, Verstümmelung. Ich mag es, Menschen sterben zu sehen. Hoffentlich tötet mich niemand, damit ich sie töten kann. Über Sue. Sue ist hübsch, Sue ist nett, Sue kann richtig gut schießen und kleidet sich adrett. Ich liebe Sue. Über Griswold. Hart und gut aussehen. Der beste aller Schützen. Griswold, der beste aller Raider. Ende. Was zu? Zu ist gemein und nicht nett. Ich habe sie erschossen. Das war fett. Ja, okay. Natürlich ein noch nicht bekannter Weltklasse-Dichter. Ganz eindeutig. Ein unentdeckter Stern am Horizont. Sehen leider jetzt nichts mehr, wo er da, wo ist dieser Griswold überhaupt? Oh, die Kaffeedose möchte ich haben. Auch wenn ich sie nur verschrotte, wieder. Wie alle anderen Sachen, okay. So, dafür bin ich jetzt hingekommen. Kronkorken 113, ehrlich. Wow. Das hat's vollgebracht. Da gehe ich erstmal einen Pennen für. Ja. Ja, noch irgendjemand? Ich glaube ja, ne. Sus Terminal, was? Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Ich guck mal, ob hier noch was kommt. Halber. Okay. Wenn das hier Ende ist, kann ich auch direkt hier rausgehen. Boah, jetzt trage ich wieder zu viel. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Dann sehen wir uns.
weiß noch nicht, wo wir uns sehen, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge nicht mehr hier drinne. Obwohl, jetzt noch Sue's Terminal, ne? Verdammt. Na, gucken wir uns das noch ganz schnell an. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge irgendwo anders. Ach, ich trage schon wieder viel. Nachricht an mich, besonders du, Westworld. Wenn ich gewiss war, das nächste Mal schieße ich, wenn ich ihn nächstes Mal sehe, dann schieße ich dreimal auf ihn, okay. Ja, das war sehr gut. Dann werde ich den Part hier beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge irgendwo anders. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.